So, Deutsch Oberstufe 1, Lektion 87, Nomen-Verb-Verbindungen. Heute kommt noch eine letzte Redewendung für diese Lektion. Maxima Konjungu, auf die lange Bank schieben. Gutelo, die Bank, Bench, gut so, Langkilda. Etwas auf die lange Bank schieben, das bedeutet etwas später oder meistens natürlich auch zu spät machen. Parunen anhanda, itaga halle, itaga nun manungyungu. Zu spät, ite no munuchotta. Zum Beispiel Nummer 1. Schieb nicht immer alles auf die lange Bank. Haro hera, itaga hati mara. Omaga chachus nun munsangito. Schieb nicht immer deine Hausaufgaben. Isukcheto. Schieb nicht immer deine Arbeit auf die lange Bank. Modungo, iroke itaga hati mara. Oder Nummer 2. Ich habe als Kind immer die Hausaufgaben auf die lange Bank geschoben. Schieben, Quagochung, ich habe geschoben. Oryo sute als Kind, subzenen hangsang, itaga, am Wochenende natürlich, am Sonntagabend, guto, ilyoil bame, subzeto. Oder Nummer 3, unser Chef hat die Entscheidung wieder auf die lange Bank geschoben, uris hangsang do, dashi, paro kyolchong anhessoyo, itaga. Das ist natürlich immer negativ gemeint, hangsang anchon mumek, oi omnun mumek, uros, nida. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, dass ihr das Deutschlernen nicht auf die lange Bank schiebt und fleißig jeden Tag übt, vielleicht auch ein bisschen schreibt und natürlich auch die Vokabeln lernt. Viel Spaß noch beim Üben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.